Wer ruft? Die Bestellung kommt sofort. Oh, was? Hä? Wo kam der her? Boah, ich glaube, ich brauche wirklich mal langsam eine Brille. Ach nee, Moment, ich habe ja eine. Ist da unten wer? Tja, rechts oder links? Cine, Theatre, Museum. Keine Ahnung, gehen wir mal ins Kino, / Theater. Ach so, geht doch gar nicht hier. Das wart schon. Ach, steht auf Pause. Hätte ich auch gern zu Hause, so ein Kinosaal. Also müssen wir doch hier lang. Wir müssen aber bestimmt weiter. Ich wollte schon wieder um die Ecke gucken. Das gibt's nicht. Hör auf, Mike. Billen. Private Welcoming Party. Da war einer, den habe ich gesehen. Hast du jetzt davon? Ha. So viel zum Thema. Können die auch wieder von überall kommen hier. Meine Güte, was ist das? Achso, da ist dieses lustige Museum auf dem Schiff. Oder, nee, mittlerweile sind wir ja gar nicht mehr auf dem Schiff. Sind ja am Hafen. Am Hafen. Ich muss zugeben, ist ja schon sehr detailliert hier, ne? All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Okay, abgesehen davon, dass irgendwie auf jedem von diesen Infoplakaten hier, die hier sind, überall das gleiche draufsteht, ist das aber trotzdem gar nicht mal so. Ja, würde ich mir auch angucken, das Museum. So, erstmal nachladen. Und nu geht Max weiter. Jetzt kommt bestimmt wieder einer um die Ecke. Und nein, ich drehe jetzt nicht den Kopf. Ich versuche jetzt nicht um die Ecke zu gucken. So. Geschafft. Ich muss, glaube ich, mal eine Facecam muss ich mal einschalten. Aber ist dann auch doof, wenn ich den Kopf immer aus dem Bildschirm, aus dem Bild rausdrehe, aus der Kamera rausdrehe, weil ich um die Ecke gucken will. Jesus Christ. Oha. Oh Gott. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein. Something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns
were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero, killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. Okay, you want to do some good? You want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. What? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite. So went looking for the basement. Okay, Kapitel 12. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Okay, er baut sich jetzt einen Schalldämpfer. But I guess none of what was about to happen was gonna be. Funktioniert zwar nicht so wirklich hier Schalldämpfer, aber How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge, the bad joke everybody got but me. Dann wollen wir mal schauen. Also bis jetzt ist ja ziemlich ruhig hier. Aber das war's dann auch schon, ne? Wirklich was geben tut es hier nicht und ich laufe schon wieder langsam. Denn hier ist hier bestimmt irgendwas storytechnisch. Ich wollte jetzt aber mal hier noch gucken. Mal gucken wollte ich. Okay, hier geht's nicht weiter, also muss ich da lang. Was kommt nu? Ja. Schön. Also, eigentlich nicht so, aber
Sowas passiert hier nun mal. Was konnte ich denn jetzt hier? Paare untersuchen. Either those guys wheeled their trash out on stretchers or something was seriously wrong here. Ja, es war etwas sehr falsch hier. Gott. Diese Grausamkeiten auf dieser Welt. Man kann mit Max aber auch nicht langsam laufen, ne? Der läuft immer, der sprintet immer. Ich guck mal, ich drück einmal nach vorne. So. Erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Pillen! I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. Oh. Ufei. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Hätte ja jetzt wenigstens irgendwas Schönes drin sein können noch. Kann man hier noch rein? Nein. Weil da abgeschlossen ist. Kann ich da aufschießen? Irgendwie nicht so. Schade. Hallo? The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Der Service? Schauen wir mal, ne? Da kommen jetzt sowieso wieder die ersten bösen Typen um die Ecke. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Oh. Ja, ich verstehe jetzt leider nichts. Wie hat er mich denn gesehen jetzt? Nein, keine Muni mehr. So ein Mist. So, hast du jetzt davon. Was liegt denn da Geiles? Granatwerfer! Aber nur 8 Schuss, das ist ein bisschen mau. Möchte ich mal behaupten. Aber vielleicht reicht's ja. Paar gezielte Schüsse von Tora, ich weiß, das ist quasi. Ey! Ich wollte eine Granate in den Allerwertesten blasen. Oh. Oh, der stand, glaube ich, ein bisschen nah. Oh Gott, der stand ein wenig nah. Ah, gut. Nochmal. Es tut mir leid. So. Der nächste, wo ist er? Oh. So. Eindeutig besser als vorhin. So, jetzt gibt es wieder meinen lustigen Granatwerfer. Hier laufen ja keine rum. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder ruhig in Ruhe schießen. Röms. So. Röms. Aua. Das tat irgendwie weh. Kommt raus. Da ist einer. Und noch einer. So. Jetzt muss ich eh wieder Waffe wechseln irgendwie. Ja genau, leg mal Granatwerfer weg. Da können wir jetzt eh nichts mit anfangen. Hallo, Freunde. Ah!